So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei mir auf dem YouTube-Kanal Keule-1992. Wir gehen heute ein wenig in der Zeit zurück und spielen einen alten Klassiker meiner Kindheit. Und zwar Roller Coaster Tycoon 2. Ja, ist gar nicht so einfach gewesen, das hier ans Laufen zu bringen. Hat jetzt auch so ein paar kleine Schwierigkeiten, und zwar habe ich keinen Ingame-Sound bei mir auf dem Ohr. Deswegen musste ich das vorher alles so ein bisschen abmischen bei Testaufnahmen, ob das alles so passt. Ich hoffe, lautstärken technisch passt das alles. Meine Stimme ist nicht zu leise, nicht zu laut. Musik ist nicht zu leise, nicht zu laut. Wenn da irgendwas nicht passen sollte, bitte in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das für die nächsten Folgen, wo ich das dann für sehe, ändern. Ja, das Ganze spielen wir in der Open Version. Warum? Es gibt verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, es gibt mehr Optionen, man kann vorspulen und ja, die Grafik ist ein wenig hübscher. Also ich kann hier in 1920x1980 spielen, Fullscreen. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit dem ersten Szenario, mit der verrückten Burg. Und zwar, sie haben eine große Burg gehabt. Ihr Ziel besteht darin, sie in einen kleinen Themenpark umzubauen. Ihr Ziel, mindestens 1500 Parkbesucher bis Oktober, Jahr 4, und eine Parkbewertung von mindestens 600 zu haben. Gut, die Parkbewertung sollte jetzt nicht das Problem sein. Und die Besucher, je nachdem wie viel Platz wir hier haben, Geld, okay, Eintritt ist kostenlos. Das ist ja an sich, gefällt mir das nicht so sehr, aber okay. Was steht uns denn hier alles zur Verfügung? Da hätten wir eine Einschienenbahn, das ist eine Rundfahrt. Würde ich erstmal sein lassen. Ich würde erstmal hier mit so Classics anfangen, mit so Basics. Und zwar mit dem Karussell. Das platziere ich mal. Ja, hier irgendwo. Und dann machen wir Warten auf voll. Alle 20 Minuten und Eintritt machen wir mal 1,20. Dann stellen wir noch gerade Personal ein. Achso, haben wir schon einen, okay. 2. Ein Mechaniker, ein Aufseher. So, dann verbinden wir das Ganze hier mal, aber das gefällt mir nicht, dieser Zaun. Dann nehmen wir, was nehmen wir denn da? Den hier. Machen wir das so. Und dann dekorieren wir das direkt mal schön. Wir so paar Wände mit Fenstern. Und den Rest verkleiden wir hiermit aus. Würde ich mal sagen. Dann bauen wir so ein kleines Stationsgebäude. Mal dahin. Auch alles ein bisschen ungewohnt jetzt hier für mich. So. Und so. So. Okay, da kann ich also nichts hinbauen. Gut. Warum klappt das jetzt alles nicht so, wie ich mir das hier vorstelle?
So. Yeah, ich aber schon gerne was, aber okay, das scheint nicht so. Das scheint einfach nicht zu klappen. Da machen wir das so. Sehe ich, ist hier noch eine Stelle offen. Okay. So. Und da ziehen wir mal ein Bahndach drauf. Was nehmen wir denn da? Was haben wir denn hier? Gucken wir mal. Können wir auch drehen. Und dann machen wir oben drauf. Ups, das war falsch. So, da machen wir das hin. Haben wir dann noch irgendwie. So, können wir da so ein bisschen zumachen. So. Das ist auch schon mal ganz schick, oder? Also, könnte man jetzt hier noch zumachen, aber das würde ich jetzt einfach mal so lassen. Oder nee, wisst ihr was? Wir zimmern das ganze Ding hier einfach zu. So. Dann machen wir hier so ein schönes, großes Gebäude. Dann nehmen wir dann lieber das hier und das hier. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Nee. So, so sieht das auch direkt viel besser aus. So. Und so. Und ja, da machen wir dann auch das Dach drauf, würde ich mal sagen. Welches hatten wir denn da? Hier das, ne? So, 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 so. Drehen wir das Ganze hier mal und das auch. Nochmal. So, so. Ja, das gefällt mir jetzt hier gerade nicht so mit dem hier. Wie machen wir das? Da würde ich was sagen. Machen wir hier auch so zu. Das kann man eigentlich alles wieder wegmachen und dann macht man das lieber hier so. Wo war das Dach jetzt? Hier das, ne? Ist das? Ja, das müssen wir dann einmal drehen. Zack. Zack.
Zack. Zack. Zack. Zack. Und zack. Und damit hätten wir unser erstes Gebäude. Können wir direkt öffnen. Ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Schmuckstück geworden. Aber ich sag mal so, für das erste kleine Gebäude ist er doch gar nicht mal so verkehrt hier. Ich würde jetzt aber mal hier den Weg ändern, weil mir gefällt dieser Sandweg irgendwie nicht so. Wie haben wir den denn hier? Da ist das so, okay. Ja. Okay. Gut, ne. Das lassen wir dann erstmal so. Dann gucken wir, was haben wir denn noch hier so Schönes? Ein Riesenrad. Das können wir direkt mal hier daneben stellen. Ne, da machen wir schon mal drei Umdrehungen für 1,10 €. Auch mal alle 20 Minuten der Mechaniker vorbeischauen. Kann direkt öffnen. Und dann verbinden wir das auch hier mit dem Weg. Und hier machen wir jetzt ein paar Blümchen dazwischen. Dass wir hier so ein bisschen Farbe reinbekommen. Da mache ich jetzt mal kein Gebäude drum. Mache ich auch nicht um alles. Ach so, die Forschung, ja. Was nehmen wir denn da? Haben wir da alles? Ne, Szenerie will ich nicht. Transportbahn brauche ich auch nicht unbedingt. Den Rest könnte man mal erforschen. Darlehen haben wir aufgenommen von Anfang an. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, brauchen wir direkt mal eine Information hier an den Start. Da gibt es blaue Schirme, die da verlangen wir mal ordentlich was. Mal 5 € Gewinn und hier an so einem Parkplan 1 € Gewinn. Öffnen. Da bauen wir aber noch direkt einen Weg drumrum. So. Dass die Leute auch von allen Seiten drankommen. Dann bauen wir hier eine Toilette hin. Die sind kostenlos im ganzen Park. Dann, was haben wir denn noch hier? Oh, auch andere Toiletten, okay. Dann zu essen. Ein Hotdog-Stand. Den bauen wir direkt mal hier neben das Klo. Nehmen wir mal 1,50 €. Eröffnen. Dann was zu trinken. Was haben wir denn hier? Normal Getränkestand, Limonadenstand. Ja, dann nehmen wir hier so einen normalen Getränkestand. Den ballern wir mal hier hinten hin. Was kann man denn da verlangen? 1,30 € statt mal 1 € Gewinn machen. Ich denke mal, das ist okay. So. Was fehlt uns denn noch? Ein Erste-Hilfe-Center können wir mal hier unten hinbauen. Das war jetzt nicht so schlau. Du musst die Wand da nachballern. Okay, warum? Warum genau? Geht das jetzt da nicht? Stellen wir den da hin. Warum genau ging das jetzt hier nicht? So. Jetzt passt es wieder. Dann steht er halt hier ein bisschen abseits. Ist ja auch nicht so schlimm.
Ja. Was können wir denn noch bauen? Wasserbahn, eine Baumstammrutsche, eine Schiffsschaukel, ein Twister, einen fliegenden Teppich, eine Achterbahn. Ne, eine Achterbahn machen wir in der nächsten Folge. Das ist so das Ziel für die nächste Folge. Da bauen wir noch einen Twister. Können wir den mal da hinstellen? Den stellen wir mal hier hin. Machen wir hier den Eingang, da den Ausgang. Das passt soweit alles. Nehmen wir mal 1,50. Direkt mal öffnen. Nehmen wir mal den grünen Weg. Der Weg hier ist nicht angeschlossen, ne? Sehe ich das richtig? So, jetzt aber. Gut, da haben wir schon ein bisschen was geschafft. In der ersten Folge. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal einen Kommentar da. Über ein Like würde ich mich auch freuen. Und ja, wenn ihr Spaß an solchen Projekten habt, lasst mich das auch gerne mal wissen. Da kann man dann bestimmt in Zukunft noch das ein oder andere organisieren. Bis dahin, haut da rein, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.